Von Trapani auf Sizilien brechen wir auf in Richtung Sardinien, das gut 200 Seemeilen weiter westlich liegt. Direkt vor den Toren Trapanis liegen die Ägadischen Inseln. Ein wunderschönes Segelgebiet. Favignana ist nur 10 Meilen entfernt. Und von Marettimo wollen wir den Absprung nach Sardinien machen. Favignana ist ein guter Platz, um auf ein besseres Wetterfenster zu warten. Die Hauptinsel Favignana ist schon nach 2 Stunden erreicht und wir ergattern den letzten brauchbaren Ankerplatz inmitten des Hafens. Allerdings ist das Wasser sehr flach und wir loten vorsichtshalber nochmal die Tiefe. Nur 2,50 Meter. Das sollte bei ruhigem Wetter gerade so reichen. Als erstes erkunden wir die Insel, die von einem Bergmassiv durchzogen wird. An der schönen Küste entlang geht es anfangs über flaches Gelände, das stark an Afrika erinnert, das keine 200 Kilometer weit entfernt liegt. Auf dem höchsten Berg thront in 300 Metern Höhe die Ruine der uralten Festung Santa Catarina. Der beschwerliche Weg dorthin ist allerdings weiter als gedacht. Wir haben kaum noch Wasser, als wir oben ankommen. Das spukige Ambiente mit alten Waffenarsenalen und ein grandioser Ausblick entschädigen für alle Mühen. Am nächsten Tag ziehen wir in den hübschen Ort und werden Zaungäste einer Hochzeit, die mit großem Prunk gefeiert wird. Ein Highlight der Insel ist die alte Thunfischfabrik, in der heute ein exzellentes Museum über die traditionellen Fischfangmethoden der Matanza informiert. Nach ein paar Tagen wird es am Ankerplatz ungemütlich. Der erhoffte Wetterwechsel kündigt sich mit einer Winddrehung auf Nord an. Wir müssen unseren Ankerplatz schleunigst verlassen, finden aber schon 3 Meilen weiter nördlich vor der Nachbarinsel Levanzo einen guten Ersatz. Levanzo ist noch ursprünglicher und wesentlich dünner besiedelt als Favignana. Als der Wetterbericht für unsere Passage nach Sardinien gute östliche Winde verspricht, bringen wir uns vor Marettimo in Position, dem letzten Außenposten Siziliens. Hier sieht es eher aus wie in Schottland. Wir sind hier das einzige Schiff in der Bucht, aber der Anleger schmeckt trotzdem. Wir verlassen jetzt den letzten Außenposten Siziliens und halten direkt auf Sardinien zu, das 180 Meilen und geschätzte 30 Stunden vorausliegt. Mittags wird es endlich wärmer. Dafür droht der Wind zwischenzeitlich einzuschlafen. Und bis um 4 Uhr nachmittags haben wir gerade mal 50 Meilen zurückgelegt. Und Marettimo ist immer noch zu sehen. Drei Stunden später sind wir von Tunesien und Sizilien mit jeweils 70 Meilen etwa gleich weit entfernt und haben bis Sardinien noch über 100 Meilen vor uns.
Eigentlich erwarten wir eine ruhige Nacht, aber bei unserem abendlichen Imbiss schaukelt es mehr, als uns lieb ist. Während die Sonne untergeht, ist auf dem Wasser nichts los und wir treiben uns die Zeit mit einem Kartenspiel. Ein Gewinner ist Mutti. Der Wind ist wieder konstanter und schiebt uns angenehm voran. Beide Plotter laufen parallel und sorgen für die nötige Sicherheit. Insgesamt bleibt es eine ereignislose Nacht, in der wir nur ein paar Schiffe in der Ferne sehen. Die Wachen teilen wir nach Bedarf, sind aber am nächsten Morgen trotzdem ganz schön müde. Nach 32 Stunden fällt der Anker zum Kurzstopp in der großen geschützten Ankerbucht von Villa Simius. Beim abendlichen Landgang schauen wir uns die Gegend an, brechen aber schon früh am Morgen auf nach Cagliari, der Hauptstadt Sardiniens, wo es uns sehr gut gefällt. Viel besser als erwartet. Nach 2 Monaten in Italien freuen wir uns auf Neuland. Und ihr könnt uns dabei begleiten. Erst zur sardischen Insel San Pietro und dann auf dem Turn nach Menorca.